Herzlich willkommen hier wieder bei den Altkircher in Altkirch im Elsass. Genau. Wir haben mittlerweile unser Erbe angetreten und haben unseren Hof Dajo erworben, wie es im halt im Testament war. Da jetzt keiner bis dato gegen angegangen ist, warum sollte es dann auch nicht angenommen werden, ne? Man kann ja immer noch gegen angehen, egal ob jetzt das Erbe verteilt wurde oder nicht, kann man ja trotzdem noch gegen angehen. Wir sind auf dem Weg dorthin und schauen uns jetzt mal den Hof an, was wir dort machen können. Ich kenne den Hof selber nicht und habe auch noch nie was von dem Hof gehört. So, dann. Wollen wir einfach mal gucken. Also für uns ist ja natürlich die Herausforderung. Ring, 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 Ring. Ja, der Herr Veganus hier. Ja, Bauer Hans hier. Ich habe eine Lieferung derzeit von 59.000 Liter Stroh. Ich habe gehört, die wollen 100.000 Liter haben. Wo soll das denn hin? Das können Sie bitte in die Papierfabrik liefern. Okay, da müsste dann einmal einer gleich sein, der mir das zeigt, wo das da genau reinkommt. Nee, da kann ich leider nicht hinkommen. Das Okay. ist aber da ausgeschildert. Da gibt es Schilder, wo sie, also da ist auf jeden Fall ein Abladeplatz, das sieht man. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wir bleiben so und ich sage ihm Bescheid, wenn ich alles geliefert habe. Wie gesagt, wir wollen ja nur 100.000, also das ist ja nur eine Lieferung, oder nicht? Nö, es sind zwei Anhänger, weil ich nur 59.000 Liter mitnehmen kann auf einmal. 950.000, so viel will ich doch gar nicht haben. Nein, 59.000. Ah, okay. Ja gut, dann sagen Sie Bescheid, genau. Ja, dann verbleiben wir so. Jo, Bis tschüss, schönen später. Tag noch. So, ach, das Tor geht gar nicht auf. Ah, doch. Oh, ja, eine gute Unterstellmöglichkeit, ne? Ja. Ach, guck an. Wir haben die Kühe auf der Weide. Okay. Kuhstall. Also, wir haben eine Kuhstall geerbt, sehe ich gerade. Was ist hier? Heu. Silage. Okay. Gras, Heu, GPS frisch und Gras. Oh, ja. Da haben wir ja ein bisschen was zu tun. Saatgut. Produzieren wir das selber? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit dem Lohnunternehmen sprechen. Ja. Weil ich glaube, die haben nämlich Herbizide, oder? Ah ja. Düngeproduktion. Gülle, Gärreste, Mist. Okay. Wasser. Flüssigdünger. Ach, der Hof produziert das selber? Nee. Mineraldünger. Wasser. Warum? Okay. Dünger. Da kommt der Dünger rein. Aber stellen wir auch irgendwo Dünger hierher? Hier kommen Herbizidherstellung. Aha. Gut, wo ist
Werkstatt. Werkstatt brauchen wir nicht. Wir müssen gucken. Schweinefuttermischer. Okay, das ist Futtermischer, aber Ausgabe Ballenlager. Also, lustig ist es ja, wir können hier herstellen Gras. Ach nee, wir können Saatgut herstellen. Wir können okay, Düngeproduktion. Das heißt, können wir von Dünger bis Flüssigdünger alles herstellen. Wir müssen mit dem Lohnunternehmen reden und mit dem Herrn Dubois. Klingelingeling, klingelingeling. Bonjour, Monsieur. Bonjour, junger Mann. Also der Herr Veganus hier, ne? Grüß Gott. So. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon mitbekommen haben, das Erbe ist aufgeteilt worden. Und wir haben, also ich habe jetzt hier folgende gute Nachricht oder auch schlechte Nachrichten. Ich kann hier alles so gut wie selber herstellen auf dem Hof. Also da hatte der Herr Topper ja richtig einen guten Hof gehabt. Wie sieht das denn aus bei Ihrem Mist und so weiter? Gärreste oder Gülle? Meine Mist und meine Gülle habe ich schon dem Herrn Schommer zugesagt, Hm. der ja die Düngerherstellung besitzt. Ja, die habe ich nämlich auch hier. Ja, Also aber ich bin mit meiner kleinen Menge immer bei der Düngerfabrik gewesen. Da kann ich Ihnen leider im Moment nicht helfen, weil für dieses Jahr, also für diese Menge, ist das zugesagt. Gülle auch. Ja, die hatte ich schon bei der letzten Lieferung ihm zugesagt, dass ich auch dieses Mal liefere. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, das heißt, ich muss da mal selber mit ihm nochmal Rücksprache halten. Ja, wissen Sie, der Herr Topper hat ja immer seine eigene Mist und Gülle gehabt. Stimmt, der hat ja auch hier die Tiere gehabt. Ja, aber die Tiere ist. Warten Sie mal. Also ist es ja gar nichts mehr da. Der Hof ist ja eigentlich leer gemacht worden. Aber wie gesagt, weil er ja immer seine eigenen Sachen hatte, brauchte ich ja ihm nie zu liefern. Ja. Und dementsprechend habe ich meine Verträge immer mit dem Herrn Schommer, Ein Schlimmer, der ja. die Düngerfabrik. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Da müssen wir eben halt gucken, dass wir uns hier ein paar Tiere hinstellen. Weil ich denke mal, dass die Bank alles rausgenommen hat, damit er schuldenfrei ist. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Gut. Fahrzeuge waren auch keine mehr auf dem Hof. Nee. Dann denke ich mal, dass da die Gläubiger schon ihre Sachen geholt haben. Ja. Und dass der Rest herhalten musste, um, wenn er finanzielle Schwierigkeiten hatte, dieses auszugleichen. Ja. Aber was ich immer halt sehe, hier ist ein bisschen was im Lager noch drin. Torf, Mist, Kompost. Und Weintrauben hat er hier noch im Lager. Okay. Ja, er hatte immer einen Weinberg. Ein Ja. bisschen neben dem Hof müsste eine Weinkellerei sein. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch noch im Erbe drin war, aber die hat immer zum Hof dazugehört. Ja, gut. Dann müssen wir eben halt gucken. Herr Dubois, dann danke ich Ihnen. Wie gesagt, ich muss gucken, was ich denn jetzt hier für die Tiere brauche. Und dann würde ich festhalten, ich würde mich nochmal gegebenenfalls bei Ihnen melden, ja? Ja. Okay, au revoir oder wie das heißt. Ist das Stroh bei Ihrer Papierfabrik angekommen? Ich weiß ja nicht, der Fahrer vom Lohnunternehmen, ob der irgendwie schon wieder was gesoffen hat, aber der hat angerufen, musste irgendwie erstmal das Loch finden, aber wohl
Die ersten 59.000 sind wohl angekommen, laut seiner Aussage. Na? Ja gut. Danke. Dann danke ich Ihnen. Abrechnung machen wir dann gleich, ne? Später. Ja. Au revoir. Au revoir. So. Das heißt, Futtermischer. Wir brauchen so einiges. Gerste, Weizen, Hafer, Roggen, Dinkel. Also, es würde reingehen. Mais, Kartoffeln, Rüben, Schnitzel, Kürbis, Raps, Soja, Sonnenblumen. Okay, wir müssen mit dem Herrn Schlimmer reden. Klingelingeling. Ich. Klingelingeling. Eine. Hier ist der Eiermann Grüß Gott, Herr Öschlemmer. Schlemmer. Hier ist der Herr Wegans. Oh, Herr Wegernus, gerade hat mein Mitarbeiter voll über Sie gelästert. Der hat gesagt gehabt, Sie sehen aus wie Pumuckl. Ja, Ihre Nase sieht aus, als wenn sie 50 Mal draufgeschissen worden ist. Und sie hätten, und ihre Frau hätte sie rausgeschmissen. Wissen Sie, mit Koffer all drum und dran, der hat so gelästert über sie, ne? Ich habe versucht, sie in Schutz zu nehmen. Ich möchte auch nicht Schleim und ihren Arsch reinkriechen, aber ich wusste auch nicht mal, was ich sagen sollte. Sagen Sie mal, stimmt das wirklich? Hat Ihre Frau sie wirklich rausgeschmissen? Herr Schlemmer, dann fragen Sie doch mal Hier. bitte Ihren Mitarbeiter nach, wo er denn letzte Nacht war. Das kann ich Ihnen Wenn sagen, die er war im. so schlecht ist, ja, und naja, okay, wir lassen das lieber. Wir möchten das nicht vertiefen. Ja, doch, aber es würde mich mal interessieren. Das soll auch in dem Bild gestanden haben. Das stand wohl in dem Bild, sollte drin gestanden haben. Der Bürgermeister hat sich hochgeschlafen, Frau hat ihn rausgeschmissen, Koffer, alles raus. So stimmt das auf jeden Fall nicht. Ja. Aber fast. Ich darf mich aber nicht dazu äußern, weil wenn es hinterher wieder irgendwie in den Medien auftaucht, dann ist die Herausforderung, dass meine Ex-Frau sich dagegen angehen kann. Und dann müsste ich richtig blechen. Und da ich ja einen schönen Abend mit einer ganz gewissen Person hatte, habe ich die Herausforderung, dass ich Ihnen darüber nichts sagen kann. Vielleicht unter vier Augen, auf einem Bierchen oder sonst irgendwas. Gar kein Problem. Sie haben mit der Frau von der Topper geschlafen und daraufhin haben sie den beschissen. Und Der. dann haben sie den bestochen und deswegen haben sie geerbt. Jetzt nehmen sie Moment. es zu. Moment. Seit wann steht denn der Herr. Nicht der Herr Topper. Jetzt haben Sie mich durcheinander gebracht. Nein. Der. Laut meines Wissens ist der Herr Topper. Sagen wir mal andersherum. Er ist ein wenig neidisch gewesen. Das kann nicht sein, weil er hatte seine Frau, war das so, dass das mal ein Mann war und danach wurde er umgeoperiert, eine Frau, und dann war das ein Zwiller. Ja? Das. Und ich weiß, dass er die hatte und deswegen, und sie haben mit der, komm, geben Sie es einfach zu, das geben wir auch nicht der Presse, weil das machen wir auch nicht dick und fett in der Zeitung oder so oder ins Fernsehen. Ich rufe mit, verstehen Sie, Spaß rufe ich an und dann machen wir einfach so einen kleinen Gag draus. Machen Sie drauf, machen Sie, machen Sie. Also, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es ist ja auch dokumentiert, dass ich den Herrn Topper ja gar nicht mehr gesehen habe. Das mit dem Unfall, das ist ja, ne, auf der Kamera vom Gemeindehaus zu sehen. Also von daher. Aber der Herr Kollege von Ihnen, der soll mal nicht so vorlaut sein, weil ansonsten werde ich mal dort ein wenig über sein privates, intimes reden. Denn ich sage nur, die letzte Nacht war eine sehr schreckliche Nacht, die ich mit ihm verbracht habe. Oh, Mist, das sollte ja gar nicht rauskommen. Ja, das ist ja kein Thema. Der steht ja auf Männer. Der hat auch kein Problem damit. Das einzige Problem ist immer, ich muss immer auf meinen Hintern aufpassen. Das ist manchmal, komme ich so vor wie so ein Knochen oder so. Aber ansonsten weiß ich das ja. Also, der steht ja drauf und der mag das auch. Der hat auch nie einen Hehl drum gemacht. Hat er Aber Ihnen, wieso rufen Sie Moment, mich überhaupt Moment, an? Herr Schlemmer, Sie vergessen aber, er hat Ihnen aber nicht gesagt, wie schlecht er im Bett ist. Ja? Aber gut, warum ich Sie anrufe? Es geht darum, dass ich ja den Hof Dajo geerbt habe.
Ja, den haben sie, da haben sie ja mit seiner Frau da hochgeschlafen und haben sie es, ja, das habe ich ja verstanden. Das brauchen sie mir nicht immer wieder wiederholen. Also das weiß ich ja, dass sie sich da hochgeschlafen haben. Worauf ich hinaus möchte, weil ich lasse mich auf das Niveau gar nicht ab. Nee, nee, das verstehe ich ja auch. Sie müssten, sie, ne, sie schlafen sich, oder, das verstehe ich vollkommen. Da brauchen wir ja auch gar nicht drüber reden. Aber wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Okay, wenn Sie nicht immer wieder das erwähnen würden, dass ich mich hochschlafen täte, könnte ich ja auch zum Wort kommen. Ja, siehst du, Sie haben es ja jetzt selber gesagt. Da haben Sie jetzt wirklich hochgeschlafen? Sie haben es jetzt gerade selber gesagt, Sie haben sich hochgeschlafen, ne? Nein, und Sie bringen mich ja auch nicht aus der Konzept. So, kommen wir jetzt aber da zu dem Anruf, warum ich Sie anrufe. Es geht Ja, darum. da warte ich ja drauf, dass Sie mir endlich mal sagen, warum Sie mich anrufen. Sagen Sie es doch mal. Also, es geht ja darum, dass ich hier auf diesem Hof Saatgut und Co. alles selber herstellen kann. Oh, Sie können alles selber herstellen. Saatgut, Frisch. Dünger, Ach so. Herbizide. Was habe Jetzt, ich jetzt damit zu tun? wenn Sie mich ausreden lassen würden, und mir ständig das Wort fallen würden. Ja, Sie haben sich ja auch hochgeschlafen, ja. Hat Ihnen Ihr Mitarbeiter von einem Alkohol was abgegeben oder so? Nein. Ah, okay. Mario, fertig, ist alles abgeliefert. Was, Sie sind geliefert? Ja, was? Ja. Nein, das Stroh ist abgeliefert. Ey, der eine hat sich hochgeschlafen, der andere ist geliefert. Was ist denn heute hier passiert? Was ist heute los? Okay. Können Sie mir das alles mal erzählen hier? Was ist los? Können wir denn jetzt bitte mal kurz weiterreden, ja? Ja, Weil Sie haben sich meine auch Zeit ist hochgeschlafen. kostbar. Ja, meine ist auch, jetzt sind sie auch noch kostbar. Ja. Was ist denn hier los? Der eine hat Wollen sich Sie da auch hochgeschlafen, probieren? der andere. Was? Wollen Sie auch probieren? Kommen Sie heute Abend zu mir. Ja, genau. Machen wir einen flotten Dreier. Ui. Ein Okay. flotten Dreier. Was ist denn jetzt los? Also, Hallo? lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben einen Deal mit dem Wie, Sie Herrn haben einen Sinn? de Boer, richtig? Was? Nee, Sinn hat er nicht. Sie Der Bohr hat haben keinen Sinn. einen Deal mit dem Herrn de Boer. Ein Deal? Nee, ich deal nicht. Hallo, kostet Geld. Herr mit. Wingerlust, warum haben Sie eigentlich nochmal angerufen? Was war nochmal Ihr Ich Thema heute? versuche ja die ganze Zeit zu Wort zu kommen, aber ich komme ja nicht dazu. Das verstehe ich nicht. Wieso kommen Sie denn nicht? Okay, Herr Schlemmer, melden Sie sich bitte bei mir, wenn man mit Ihnen reden kann, ja? Einen schönen Wie, Sie Tag noch. möchten. Gespräch hat heute keinen Sinn. Da müssen wir jetzt warten, bis er mal wieder normal ist. Liefere Wasser und Futter für deine Hühner. Ja, gibt es denn auch hier irgendwie, was die haben wollen? Ja. So, wir haben. Ah, hier ist Stroh. Hier kannst du deine Hühner kaufen. Okay. Bevor wir Hühner kaufen, sollten wir aber erstmal Wasser auffüllen, ne? Und zwar, hier haben wir noch was? Ah, Kartoffeln, Zuckerrüben, Mist, Stroh, Hackschnitzel, Hexenkraut, Silage. Das trifft sich ja eigentlich ganz gut. Hier haben wir ein Ballenlager. Hier kommen Kartoffeln rein. Kompost kommt raus. Genau nur. Treibstoff. So. Ach, das ist ein Kartoffelwäscher. Da kommen Kartoffeln rein, Wasser rein und dann kommen gewaschene Kartoffeln und Kompost raus. Okay. Haben wir hier Stroh und dann machen wir Strohballen draus. Okay, das haben wir dann auch. Ey, das ist ja ein richtig geiler Hof, ne? Fahrsilos haben wir ja noch. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Felder der Gemeinde sind richtig wertvoll jetzt gerade geworden, ne? Was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir jetzt noch Schweine. Ja, geilo.
Und Schafe. Schafstall, An- und Abholung Schafe. Ja, also, wir müssen mit der Bank reden, um dass wir dort nochmal nachhaken, was mit dem Kredit ist. Und dann sehen wir einfach weiter, ne? Somit würde ich sagen, sind wir am Ende der Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Auch wie gesagt, das Gespräch gerade mit unserem Herrn Schlemmer war nicht abgesprochen. Dass der einen an der Klatsche hatte, ja, gerade gesehen, aber pscht, nicht weiter sagen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr machen wollt, ihr braucht das Class DLC und dann einfach im Discord melden. Ich wünsche euch soweit einen schönen Tag, Nacht, keine Ahnung. Wir hören uns, wir stören uns, wenn ihr wollt. Tüdelü.